Deine Mutter zieht LKWs auf DSF, Mann. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale und ich bin wieder bei 4000 Trophäen, mal wieder, immer oft. Und der Tornado-Spell ist ja jetzt endlich im Game, nur ich hab den noch nicht, aber ich hoffe mal, dass ich durch diese Magical Chest hier... Andy, halt's Maul. Ich hoffe, dass ich durch die Magical Chest den bekommen kann. Wir sehen aber auch natürlich auch schon die nächste Karte, der Mega-Barbar, beziehungsweise Elite-Barbaren haben die den genannt. Ich dachte, der heißt Mega-Barbaren, egal. Elite-Barbaren, die zwei Viecher, habe ich euch ja schon in einem Video erwähnt. Das heißt, der übernächste Zauber hier, Dingens, ist der Klonzauber. Der kommt ja in quasi fast in 30 Tagen, knapp einen Monat. Und dann nochmal zwei Wochen nach dem Klonzauber kommt ja der hier Elektrozauber auf. Den habe ich Bock. So, aber ich habe auch natürlich auf den Tornado Bock. Im Shop, oh, ich wollte sagen, im Shop war er nicht drinne, aber irgendwie ist er doch reingerutscht, weil heute Morgen war er nicht drinne. Auf einmal sehe ich dann den. Okay, dann brauche ich gar nicht die Magical Chest. Wir können den gleich 10-mal holen. Nice. Und wir können noch ein Arena 4 Sonderangebot holen. Doppel nice. Zwei Magical Chests, Leute. Das wird eine super Folge. So, wir machen erstmal die Magical auf. Vielleicht kann ich mir die Trophäen sparen. Nee, spare ich mir nicht. Ich bringe den Tornado gleich mal auf Level 200. So, neunmal Pumpe. Tornado. Nice. Ich wusste doch, dass er freischaltet. Zwei epische Karten. Das wird keine Legendary. Das wird keine Legendary. Nein, wird es auch nicht. Eine fehlt ja noch. Boom. Fuck. Oh, shit. Das waren jetzt drei unterschiedliche epische Karten, Alter. Das erste Mal, glaube ich, dass ich so viele epische Karten in einer Magical Chest kriege. Oh, ich hatte schon kurz Hoffnung echt auf eine Magical Chest, weil als die zweite epische kam, klar, drei sind garantiert, es fehlt immer noch eine. Aber hey, da ist unser Tornado-Zauber, so viel dazu. Ich muss den gar nicht im Shop kaufen, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen, einfach damit er Kickboost kriegt. Ich bin jetzt nicht super der Fan davon, ich weiß, es ist ziemlich tricky. Man kann damit echt fiese Sachen machen. Wir holen uns aber jetzt noch für einen Euro mal eine zweite Magical Chest. Ist nur Arena 4, ist Pillepalle, aber hey, ein Euro, da kriege ich 1000 Gold. Ist auch nicht viel, aber was soll's, was soll der Geiz? Ne, dreimal Kobolder, 12-mal Kobolder, 15-mal Kobolder, 16-mal Kobolder, Valkyrie und keine epische. Bitte sei was Gutes. Tornado, boom, zweimal Wut, okay. Dann geben wir unsere 400 Gems aus für 10-mal Tornado. Kaching, oh Gott, das ist teuer. Das ist echt teuer. Und bring den mal auf Level 2, Level 3, ne? Level 4 geht wahrscheinlich nicht. Nee, aber Hälfte 4. Alright. Mein Deck ist wahrscheinlich dafür nicht geeignet, der Tornado, ne? Ich nehme aber statt mal den Sepp. Statt den Sepp nehme ich mal Tornado rein. Aber ich will mal ein paar Tricks ausprobieren. Ich will mit dem mal ein paar Tricks ausprobieren, weil man kann damit echt fiese Sachen haben. Einige Gegner haben damit schon mal fiese Sachen gemacht. Man kann zum Beispiel den Miner auf den Königsturm ziehen, damit er dann da den Königsturm aktiviert. Oder auch alle anderen Einheiten könnte man da hinziehen. Ich werde Trophäen verlieren. Ich werde das Match verlieren. Ohne den Sepp fühle ich mich jetzt schwach. Und das Deck wird auch teurer. Aber ich hoffe mal, dass der Gegner gleich einen Miner hat und dass wir den einfach mal zum Königstower ziehen können und dann einfach schauen, was passiert. Okay, Megalakain wollte ich eigentlich gar nicht aussetzen. Aber gut zu wissen, dass ich den ausgesetzt habe. Logic. Fuck the Logic. So. Da machen wir das. Megalakain. Jetzt könnte man den Tornado ausprobieren, oder? Ich warte aber auf den, hier. Auf den, Miner. Der Miner. Boom! Ein Hit. One Hit. So. Die zwei nach da. Kommt noch irgendwas? Da kommt es. Sei schneller. So. Die drei. Boom! 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 Yeah! Bin immer noch ein bisschen krank. Ich meine nicht krank in der Birne, das bin ich ja sowieso. So. Die zwei Bogies können ein bisschen Damage machen. Ah, mit Bogie. Der Tornado ist bisher nutzlos. Egal. Der hatte Lakaien gehabt, ne? Ich will den Tornado einsetzen. Den Tornado könnte man auch benutzen, um die Prinzessin auf die eigene Seite zu ziehen, ne? Ja, muss eben, denk mal nach. Die Prinzessin steht ja immer oberhalb der Brücke. Und mit dem Tornado ziehst du die auf deine Seite. Und tada, schon hast du Spaß. Dann stirbt die. Drei Elixier gegen drei Elixier ist jetzt kein krasser Vorteil. Aber hey, falls man die Prinzessin töten will, Tornado benutzen und damit die auf die eigene Seite warpt. So, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist echt ein komischer Push. Und irgendwie komme ich nicht zum Gegenpushen, ne? Mein Golem ist einfach nicht ready. Golem ist nicht ready und die werden jetzt nach vorne rutschen. Die sepp ich weg. Der Babydrache macht ein bisschen Damage. Bums, okay. Der Tornado ist bisher recht useless. Aber ich habe aufgeholt, was Damage angeht. Ich habe Elixiervorteil mit paar Punkten. Nicht viel, aber paar. Und wir
Yes! Das war doch nice. Das war nice, ne? Das war ein nicer Tornado, würde ich mal sagen. Der hat ganz schön Wirbel verursacht. Wortwitz. Ich liebe es. So, was haben wir da? Stamm. So. Und da kommt schon der zweite, aber da kommt auch schon der zweite. Ha! Ich hab doppelt. Oh, der hat auch doppelt. Wo ist mein Holzstamm? Wo ist mein Holzstamm? Da ist er. Mach die weg. Mach die weg. Danke. Oh shit. Oh shit, der Turm ist down. Fuck. Verkack. Aber hey, der Tornado war nice, ne? Habt ihr gesehen, was er mit dem gemacht hat? Aber vom Damage her ist er natürlich Pille. Obwohl, so schlecht ist er gar nicht, ne? Ich dachte, der macht nur 50 Damage, aber der verteilt 50 Damage über seine gesamte Laufzeit. Okay. Den linken Turm hätte ich einfach mal aggressiv pushen sollen, dann hätte ich das Ding gewonnen. Scheiß drauf, ich will irgendeinen Miner benutzen, um den Königsturm zu aktivieren. Den in der Mitte, der wäre besser. Ja, das ist, glaube ich, ein cooler Trick. Oder Koboldfass. Stellt euch vor, der Gegner schmeißt einen Koboldfass auf den Turm und ihr könnt die Kobolde dann auf den Königsturm ziehen und dann habt ihr einen extra Tower, der Damage macht. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. So, Eisgeist, ich muss mit dem Golem anfangen. Muss ich nicht. Da ist er! Wo ist mein Tornado? Da ist er! Und mein Tornado ist nicht da. Ich will meinen Tornado haben. Der Tornado ist noch weit weg. Musketieren, okay. Aber ich weiß zumindest, er hat den. Er hat den. Meiner. Und das nächste Mal, wenn er meiner aussetzt, ziehe ich den auf den Königsturm. Da habe ich Bock drauf. Ich werde den abfacken. Ich hoffe, es funktioniert. So. Zap. Bums, bums, boom. Bam. Nice. So. Das. Der Golem ist immer noch beschäftigt. Schade. Nicht kein krasser Damage, aber Damage. Damage ist Damage. Das ist eine Lebensweisheit, Leute. Damage ist Damage. Ah, schade. Da ist er, meiner. Meiner. Krieg ich den gezogen? Komm, wir versuchen mal zu ziehen. Uii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 
Ich will doch nur, dass der Königsturm auch seinen Spaß hat. Na, ist das zu viel verlangt, Leute? Bin ich zu greedy? Will ich zu viel haben in diesem Leben? Will ich einfach... Müsste ich ein genügsamer sein mit dem, was ich habe, dass da meiner eben mal nicht da drankommt? So, wir zappen das Ganze. Bums, bums, bums. So, der Mini-Packer stirbt. Golem lebt. Super Ding. Aber ich muss... Der Miner schon wieder... Die Rotation passt nicht. Die Rotation passt überhaupt nicht. Okay, ich muss doch das Holz einsetzen, Mann. Okay, jetzt behalte ich den Tornado, bis der nächste Miner kommt. Wir haben ja noch 1,40, da werden noch bestimmt einer kommen. Und dann bin ich bereit. Okay, der hat richtig viel Elixier. Der setzt jetzt schon die Spurkobolde raus. Wir haben immer noch 1,30. Das ist schlechte Zeit, um den Golem zu setzen. Okay, der holzt noch ab. Gut, dass er abholzt. Und das bringt mir ein bisschen Elixier. Es hat jetzt einfach nur das Ding da kaputt und meine Skellies kaputt gemacht. Die hätten jetzt eh alleine keinen krassen Damage machen können. Aber hatte der Baban gehabt? Nein, der hatte die hier. Der hatte hier den Mini-Packer. Mini-Mini. Böse. Nee, hab nichts gesagt. Okay, Mini-Packer ist draußen. Da ist er, meiner. So, jetzt aber. Komm zu Papa. Oh, der ist zu weit weg. Ah, Mann. Jetzt war er oben rechts in der Ecke. Das war zu weit weg. Ich muss weiter nach innen. So, da, nochmal. Er holzt nochmal ab. Muss mich aber beeilen, weil der Turm ist schon bei 1100. Und der hat dann auch den Feuerball, nicht vergessen. Wir müssen einfach irgendwie einen größeren Push aufbauen versuchen, hätte können klappen. So, jetzt aber Tornado, jetzt aber, danke, endlich mal, Mann, das hat echt lang gedauert. Und das hier Dingens, ne, das ist, es hält ewig. So, aber den Turm kriege ich trotzdem nicht kaputt. Die zwei Mini-Golems machen einfach zu wenig Schaden. Schaden. Ich glaube, der macht nur Damage durch seinen Miner, ne? Jetzt aber. Jetzt hat er... Und... So viel dazu. Okay. Wir haben es ausprobiert. Ich habe euch den Trick gezeigt. Man kann den Miner und Kobolde kann man das auch machen. Also Koboldfass. Wer würde noch funktionieren? Friedhof. Wenn jemand den Friedhof-Zauber macht, macht einfach den Tornado oben drauf oder versucht ihn in den Turm. Die Skelette sterben, bevor die überhaupt irgendwas machen können. Tornado macht ja Damage. Mein Gott. Experimente kosten Trophäen. Egal. Ich habe eh genug von. Ey, 3.999. Whoop. Eine schöne Zahl eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Tornado. Ist jetzt kein krasses Tornado-Deck gewesen. Ich habe einfach irgendeine Karte von mir ausgetauscht. Was ich noch vergessen habe, ist, man kann ja natürlich den Tornado benutzen, um Einheiten auf die andere Seite zu befördern. Habe ich jetzt fast nie gemacht, weil ich immer nur den Miner haben wollte, dass er den Hauptturm angreift. Aber bedenkt dran, wenn irgendein Tank kommt oder sowas, ihr könnt ihn einfach auf den anderen Turm schleudern, ne? Funktioniert auch, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber bedenkt das, ist eine sehr interessante Karte, finde ich. Nicht OP, macht aber auch ganz guten Damage. Ich dachte erstmal, die macht echt wenig Damage. Aber die macht ja 53 Damage mal 3, das ist 150 Schaden macht die. Ist ganz okay, kostet natürlich ein bisschen mehr als der Sepp. Der Sepp macht immer noch mehr Schaden pro Elixier. Ganz interessante Karte. Schreibt mir mal runter eure Meinung, wie ihr den Tornado findet, ob ihr schon irgendein cooles Deck dafür habt oder ob ihr schon mal krassen Spaß damit hattet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse. Flop.